geht wieder los. Es ist schon ziemlich lange her, dass wir uns das letzte Mal mit unserem letzten Demenzall über das Thema Gewalt, war das damals, geäußert haben. Das war im Juni des letzten Jahres. Dass wir noch nicht wieder dazu gekommen sind, ein neues Ei zu machen, liegt nicht daran, dass wir nicht arbeiten, sondern dass die Schicht und Kraft so viel zu tun hatten, dass wir noch nicht dazu gekommen sind. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht weiterhin wunderbare und spannende Themen gibt, über die es zu sprechen lohnt. Eines davon möchten wir heute mit Ihnen besprechen. Aber vorher möchte ich noch eins sagen. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Das hier ist nämlich das 10. Demenzall des Dialog- und Transferzentrums Demenz im Rahmen seiner Tätigkeit in der Landesinitiative Demenz Service NRW. Was bezeichnend ist, das vielleicht doch mal vorab, ist natürlich, dass Rufen und Schreien, wenn es im Zusammenhang mit Demenz gesehen wird, quasi ausschließlich negativ assoziiert wird. Dabei ist Rufen und Schreien, nicht wenn es bei ihm oder bei mir stattfindet, nicht immer unbedingt negativ. Stellen Sie sich vor, Sie gucken irgendwie Fußball oder so und Sie rufen und Sie schreien und freuen sich über ein Tor, da kriegt keiner darauf, das als herausforderndes Verhalten zu bezeichnen. In dem Augenblick aber, wo Sie demenzkrank sind und in einer Einrichtung sind oder in der eigenen Häuslichkeit, dann ist das, dann wird das so empfunden als negativ. Also quasi als Symptom dieser Erkrankung, ob es das unbedingt ist, ist noch eine andere Frage. Wenn man zwar versucht, näher zu beschreiben, wie sieht es eigentlich aus oder was ist das eigentlich, also was erleben wir bei Demenzerkrankten? Wir erleben Demenzerkrankte, die häufig einzelne Worte immer wieder rufen sollen. Das wie Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe aber selber in meiner Zeit als Altenpfleger auch erlebt, dass Demenzerkrankte immer einen bestimmten Namen gerufen haben. Ja? Oder sie haben immer nach der Mutter gerufen, oder sie haben immer nach dem Vater gerufen. Oder ich habe auch andersrum erlebt, dass sozusagen einfach nur bestimmte Laute ausgestoßen werden, die manchmal wirklich durch Mark und Bein gehen und dann kommen wir zu einer weiteren Unterscheidung. Also einmal dieses bestimmte Worte oder bestimmte Sätze, ja, wer ist denn da oder ähnliches. Manchmal auch sehr sexualisierte Sätze ausrufen immer wieder. Oder bestimmte Laute rufen. In der Wissenschaft wird dort im Englischen unterschieden zwischen sogenannten Screamern und Talkern. Also bei den Talkern sind diejenigen, die tatsächlich verstehbare Worte oder Sätze rufen oder schreien. Und die Screamer, die werden so bezeichnet, als diejenigen, die quasi die ganze Zeit irgendwelche Laute von sich geben. Dann wird eben halt noch unterschieden darin, wie laut das Ganze denn ist. Ja, Sie können sehr laut rufen oder weniger laut. Sie können das bestimmte Rufmuster, ja, geht es in einem durch, dass jemand immer Hilfe, 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 Hilfe schreit oder ruft einer Hilfe und nach 5 Minuten fängt es wieder an. Also quasi die Frequenz des Ganzen. Die Intensität, habe ich schon gesagt, die Art des Schreiens, Rhythmus und Lautstärke, all das unterscheidet das Rufen und unterscheidet natürlich die Belastung. Wenn wir in dem Zusammenhang an alte Definitionen denken, nämlich von herausforderndem Verhalten, ist das nochmal ganz spannend. Als wir im Jahr, ich glaube 2007, hier an der Universität Herdecke unter der Leitung von Frau Bartholomajczyk damals diese Rahmenempfehlung zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Demenz gemacht haben, haben wir diesen Begriffswandel vorgenommen und haben gesagt, wir möchten das nicht mehr als störendes Verhalten, sondern als Herausforderung, als herausforderndes Verhalten bezeichnen. Wir waren nicht die Erfinder, sondern wir haben es einfach in den deutschen Sprachraum stärker eingebracht. Das hatte einen bestimmten Grund. Nämlich, wenn man es als störendes Verhalten bezeichnet, dann kommt man immer an den Punkt, wo man sich fragt, wen stört es eigentlich? Es könnte ja sein, dass zum Beispiel das Rufen eines Namens, ja, dass ein Demenzerkrankter immer nach seiner Ex-Frau Emma ruft und sich dabei aber vielleicht sogar freut, ja, dass es ihn überhaupt nicht belastet. Und es belastet ausschließlich die Umwelt. Wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Ich kann mich selber an Zeiten als Altenpfleger erinnern, wo wir auf dem Wohnbereich, auf dem ich gearbeitet habe, 3 oder 4 Menschen hatten, die ununterbrochen den ganzen Tag über geschrien haben. Und das war für alle Beteiligten ein unerträglicher Zustand. Und wir waren völlig konsterniert, haben auch nach einer längeren Zeit auch aufgegeben, was zu unternehmen, weil wir nicht mehr wussten, wie wir damit umgehen sollten. Was einige Menschen beschreiben, was es aber gibt, ist, da ist eine Person, die ruft die ganze Zeit und wenn sie auf die zugehen und berühren die sanft und setzen sich daneben, dann hört sie häufig auf zu rufen und in dem Augenblick, wo sie aufstehen und wieder weggehen, fängt sie wieder an. Und damit wären wir schon genau in der Ursachensuche. Also was könnten Ursachen für Rufen und Schreien sein? Die könnten natürlich zum einen
eine Reaktion auf die Umwelt sein. Also es gefällt mir irgendwo nicht, wo ich bin. Ja, aber ich kann mich mit normalen Worten, normal ist sicherlich der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang, ich kann mich mit meinen Worten nicht mehr so ausdrücken. Also rufe ich und mache mich bemerkbar. Erstmal ist das ein Verhalten, was völlig normal ist und auch richtig ist und ausgesprochen gesund ist. Ja? Und das kann natürlich rufen oder auch schreien sein. Oder eine Person geht in einer bestimmten Art und Weise mit mir um, die mir nicht gefällt. Oder jemand versucht mich, hilft mir beim Waschen beispielsweise morgens. Und ich habe aber Angst vor dieser Person, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich kann es sein, dass ich den vielleicht wegschubse, dass ich mich wegdrehe oder dass ich rufe und dass ich schreie, dass ich nach Hilfe rufe. Das andere ist auch, was auch ein Problem ist, wir hatten schon mal ein Demenzei über Langeweile und andere Themen, ist natürlich sein, dass Rufen und Schreien auch bedeuten kann, dass ich die Umwelt auf mich aufmerksam machen will. Dass es also nicht, wie ich gerade sagte, eine Reaktion auf etwas ist, was ich nicht gut oder... Ich kann ja auch rufen, weil mir etwas gut gefällt, also eine Reaktion auf die Umwelt ist, sondern sozusagen eine Negativreaktion auf die Umwelt. Es passiert nichts in meiner Umwelt und ich will auf mich aufmerksam machen. Auch dadurch könnte es dazu sein, dass es quasi so eine Art von Kontaktwunsch ist. So wir grundsätzlich, wir ja versuchen auch oft herausforderndes Verhalten als Kommunikationsversuch zu verstehen. Die dritte Möglichkeit, die mir noch dazu einfällt und die diskutiert wird, ist die Möglichkeit, dass dieses Rufen und Schreien, was manchmal immer den gleichen Rhythmus hat, ja, die immer, ja, und Hilfe, und Hilfe, und Hilfe, und Hilfe, und so weiter geht, dass es eine Art von selbststimulierendem Verhalten ist, weil man sich selbst vielleicht nicht mehr spüren kann. So, nachdem ich das Feld nochmal eingegrenzt habe und ihm nochmal gesagt habe, um was es uns hier geht, kommen wir jetzt wie jedes Mal dazu, dass wir von Ihnen sozusagen Ihr Wissen abfragen und nicht abfragen und abrufen wollen. Wir wollen ja Wissen sammeln und wir glauben, dass es eine Menge Praxiswissen gibt und das liegt bei Ihnen. Also, ich werde Ihnen jetzt gleich zwei Fragen stellen, von denen wir uns wünschen, dass Sie die beantworten und zwar per Mail oder per Video oder wie auch immer und uns zukommen lassen. Und die erste oder der oder die erste Einsenderin, Einsender der Antworten und die zehnte. Erste und zehnte Einsendung bekommt einen Warengutschein wert von 30 Euro zum Thema Demenz. So wie wir das jedes Mal machen. Jetzt kommen die beiden Fragen. Zum einen, wenn Sie schon Erfahrungen gemacht haben mit Rufen und Schreien bei Demenzerkrankten, was löst dieses Rufen und Schreien bei Ihnen aus? Und wie gehen Sie damit um? Die erste Frage. Die zweite Frage. Und die bezieht sich jetzt sowohl auf Sie selbst, als aber auch insbesondere natürlich auf denjenigen mit der Demenz, der ruft und schreit. Was sind Ihre Lösungsansätze, Ihre Lösungsstrategien zum Umgang damit? Das sind die beiden entscheidenden Fragen, die wir Ihnen stellen wollen. Und wir freuen uns auf Ihre Antworten. Zu guter Letzt, jetzt zum 10. Demenzei möchte ich... eine Sache unbedingt noch am Ende bemerken, und zwar zum Schluss möchte ich Ihnen noch einmal jetzt schon voraussagen, dass der nächste Newsletter-Day des Dialog- und Transferzentrums Demenz an der Uni Wittenherdecke am 8. November hier in Witten stattfinden wird zum Thema Angst. Das möchte ich Ihnen jetzt schon einmal noch mal mitgeben. Auch da können Sie sich auf unseren Social-Media-Kanälen noch kundig machen. Wir sind dabei, das Programm zu erstellen. Und ansonsten freuen wir uns auf Ihre Einsendungen. Und bis zum nächsten Mal. Danke.